Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Imperion Galactic Survival. Und ich wollte mich ja eigentlich fertig machen, um loszufliegen, also sprich diesen Planeten hier nochmal zu umfliegen, zu schauen, ob ich hier vielleicht noch irgendwo irgendwelche Erzvorkommen finde, die mir entgangen sind. Dann aber eigentlich auch soll es baldestmöglich nochmal ins Weltall gehen, auf den Planeten, auf dem ich vor einigen Folgen verschieden bin, sozusagen, um dort die Sachen zu holen, die ich dort verloren habe und eben eventuelle Rohstoffvorkommen dort zu erschließen. Ich bin eigentlich ganz gut ausgestattet. Ich habe ein bisschen Sauerstoff, ich habe ein bisschen Sprit dabei, ich habe genug Munition, ich habe genug Drill Charges, ich habe ein paar Remove and Repair Charges, falls irgendwas mit dem Schiff sein sollte. Kühlschrank habe ich angebracht. Sauerstoff ist bereits in den Tanks enthalten. Constructor haben wir jetzt hier. Im Kühlschrank habe ich auf jeden Fall erstmal genug Nahrung. Glaube ich, das sollte reichen. Und ich gucke jetzt mal ganz kurz, was es eventuell hier auf dem Planeten noch geben könnte. Denn, wie gesagt, die Polregionen hier oben, die sind ja immer noch gesperrt. Und eigentlich bin ich der Meinung, ich bin hier ganz gut durch die Gegend geflogen. Aber ich werde jetzt mal trotzdem versuchen, hier relativ straight, auch in meine Blickrichtung jetzt ganz leicht rechts hier nochmal diese Seenlandschaft hier abzufliegen und dann mich so ein bisschen rechts zu halten, um dieses Gebirge rum und dann mal diesen Teil. Weil hier habe ich irgendwie noch gar keine Erze entdeckt und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das so ist. Beziehungsweise es kann höchstens sein, dass hier bereits diese Polkappensperre beginnt, die wir ja irgendwie immer noch haben. Auf Grundlage der Alpha-Version, in der wir uns befinden. Ansonsten, weiß ich gar nicht, gibt es eigentlich da oben diese Produktionsbesprechung der Drohnen noch? Ja, also die große ist da noch, also vermute ich mal, dass auch die anderen noch da sein werden. Ich werde jetzt nicht unbedingt mich ganz doll tief in irgendwelche Kämpfe stürzen. Hier gibt es noch Kobalt und Silikon. Also wenn sie es nicht vermeiden lässt, nehme ich das natürlich mit, aber auch nochmal Silikon. Offensichtlich da irgendwie bei diesen Felsen. Da hinten ist auf jeden Fall noch ein Turm, den ich auch noch nicht gesehen habe. Hier haben wir nochmal Kupfer. Das Kupfervorkommen hatte ich aber, glaube ich, bereits entdeckt. Und ich fliege jetzt auch, glaube ich, in die Dunkelheit. Ja. Aber ich bin richtig. Also ich wollte hier so über das Wasser rüber und dann mal gucken, was dieses Gebirge da vor mir sagt. Es wäre doch gelacht, wenn wir da nicht auch noch irgendwie was finden würden. Vielleicht auch tatsächlich nochmal Eisen. Ansonsten habe ich viel natürlich über die Konstruktion dieser fetten Hummel hier nachgedacht. Oh ja, hier ist also wie gesagt schon diese Grenze. Hier kann ich nicht weiter. Über die Konstruktion des Schiffes nachgedacht. Das ist natürlich, ist jetzt irgendwie so eine fette Hummel geworden. Ja, schön ist sie nicht, aber ich glaube, dass sie so rein funktional. Man könnte wahrscheinlich noch ein bisschen rumprobieren mit diversen weiteren Thrustern und noch dem ein oder anderen RCS, um die Steuerungsfähigkeit und die Flugeigenschaften noch ein bisschen zu verbessern. Und ansonsten weiß ich jetzt nicht so genau, warum ich jetzt anfangen sollte, hier so ganz doll fancy zu bauen, denn ich muss sagen, das ist mir auch aufgefallen. Im Vergleich, und den muss man ja immer mal wieder ziehen, mit Space Engineers finde ich das Bauen der Schiffe selber im Moment noch ein bisschen umständlich. Also dadurch, dass es keine wirkliche Möglichkeit gibt, erstens schnell Blöcke zu setzen und einigermaßen flink wieder abzubauen. Also durch dieses Drahtgittermodell, was Space Engineers hat, geht das da deutlich angenehmer, deutlich einfacher. Und dann, dass ich keine Möglichkeit habe, das Schiff irgendwie dauerhaft irgendwo in der Luft zu halten und mich drumherum zu bewegen. Das macht das Bauen tatsächlich ein bisschen anstrengend. Wenn ihr da Techniken entwickelt haben solltet, die mir weiterhelfen können, dann lasst es mich bitte wissen. Es würde mich sehr interessieren, wie ihr das so macht. Oh ja, hier ist... Was ist diese grüne Wand? Ich habe jetzt schon diverse Male, ich kann da durchfliegen und ich glaube, dann lädt der einen neuen Teil. Ich nehme an, der Planet wird so in Viertel unterteilt sein. Aber giftig ist das irgendwie nicht. Also ist auch nicht total schlecht. Aber hier ist wirklich nichts, ne? Ich könnte jetzt hier noch dieses Gebirge irgendwie überfliegen, aber hier ist tatsächlich echte Rohstoffarmut. Nichts zum Ausbeuten für mich da. Da ist nochmal Kupfer. Hatte ich das Kupfer schon entdeckt? Das hatte ich offensichtlich schon entdeckt. Ist das da hinten schon wieder dieses abgestürzte Raumschiff? Bin ich schon wieder da, wo ich hergekommen bin? Ist das so? Ist das noch ein anderes abgestürztes Raumschiff? Kann ja bald nicht sein. Also hier um die Ecke müsste ja dann eigentlich... Aber da war auch ein anderer See. Ah, ich komme wahrscheinlich jetzt von der anderen Seite an das Schiff ran. So wird es sein. Denn ich glaube nicht, dass es auf diesem Planeten hier mehr als ein abgestürztes Schiff gibt. Naja, da hinten sehe ich auch schon meine Basis. Also dort.
Nee, hier gibt's aber Magnesium, ja klar. Aber so richtig was großartig Neues ist jetzt hier nicht zu entdecken. Wie gesagt, die Polkappen, das bringt alles nichts. Dann würde ich jetzt gleich, ich habe jetzt noch bei Volllast, habe ich noch für eine Stunde Sprit im Tank. Ich glaube, das reicht mir. Wir ziehen jetzt mal gleich nach oben, aber nicht Richtung Sonne und auch nicht Richtung Vulkanplanet, sondern den da. Ich glaube, das ist der, auf dem ich beim letzten Mal gestorben bin, dieser Schnee- und Eisplanet. Noch 400, knapp 400 Meter bis Orbit. Mal hier so ein bisschen rausgucken. Ah ja, hier ist tatsächlich auch die große Polkappenkuppel. Das ist auch ein schönes Wort. So, oha. So, jetzt sind wir im Weltraum. Und jetzt, ich mache jetzt gleich einen direkten Schnellflug darüber, also ohne mich jetzt hier irgendwie aufzuhalten und mit diesen Weltraumdrohnen rumzuspielen oder irgendwas. Ich hoffe, dass sie mich in Ruhe lassen. Beim letzten Mal hat das ja wunderbar geklappt. Also wenn man schnell genug war. Wie gesagt, da drüben gibt es noch so Raumstationen und all so einen Käse, aber bevor ich mich damit auseinandersetze, will ich lieber erstmal versuchen. Ich weiß nicht, was ich versuchen will, keine Ahnung. Es sollte eigentlich auch was sein, was wir demnächst mal irgendwie machen. Aber jetzt kümmere ich mich erstmal darum. Hier wird es auch interessant werden, jetzt die Stelle wiederzufinden, wo ich beim letzten Mal gestorben bin. Aber ich nehme mal an, der Planet wird eine ähnliche Größe haben wie Omikron, dann wird das auch nicht so problematisch. Ja, so riesig ist der jetzt auch nicht gewesen. Und ich glaube, ich bin tatsächlich... das ist, glaube ich, eine Drohne, was ich jetzt hier gerade... Dieser grüne Pfeil, den ich hier gerade sehe. Und ich glaube, ich bin beim letzten Mal hier in diesem Plateau hier runtergekommen. Also in diesem... Was aussieht wie so ein Einschlagskrater. So... Diese grünen Punkte sind... Das sind doch diese Wasserlöcher, wo ich beim letzten Mal reingekommen bin, oder? Ja, ich glaube schon. Das heißt, ich muss ein bisschen gucken. Zack. Da sind wir drin. Wenn ich hier irgendwie mein abgestürztes altes Schiff entdecken kann, dann sollte es gehen. Aber ich glaube, dem ist nicht so. Das sieht hier wahrscheinlich auch nur alles relativ ähnlich aus. Oh, was? Oh, da oben schießt schon was auf mich. Okay. Ihr habt es auch gesehen. Ich dachte erst, das wäre hier irgendwie Kometeneinschlag. Also, das ist auf jeden Fall wieder mal einiges am Schießen hier. Aber das ist nicht das... Da ist auch noch so ein Turm und da ist auch noch eine andere Bergbasis. Aber das ist auf jeden Fall nicht das, wo ich gewesen bin. Da gibt es Drohnen und die Drohnen, die bewegen sich sogar auch jedenfalls so in Ansätzen. Oh, das ist hier auch noch so eine fetter Turm. Der ist ein bisschen anders als die anderen. Ich glaube, das ist diese Basis, die ich erreichen sollte. War das nicht so? Ich hatte so ein bisschen in den Kommentaren mitgelesen, weil da so eine Diskussion darüber entbrannt war, ob denn der Turm, den ich beinahe erreicht hätte, doch schon besagte Basis gewesen ist. Und dann hieß es aber, nee, die sehe irgendwie anders aus. Sei ein größerer Turm mit einer fetten Plattform oben. Also es ist wahrscheinlich dieses Teil. Aber wie gesagt, das ist jetzt gar nicht meine Hauptsorge. Meine Hauptsorge ist jetzt tatsächlich... Beziehungsweise, ich war ja schon auf diesem Planeten. Wenn mich jetzt hier gerade mal im Moment alles in Ruhe lässt, würde ich ja tatsächlich mal die Karte aufmachen. Denn dadurch, dass ich auf diesem Planeten schon war... New Small Vessel. Achso, rechts von mir. Nee, das ist... Nee, das bin ich selber gewesen, was ich jetzt gerade gesehen habe. So, ich gucke jetzt mal nochmal. Ich bin ja schon auf diesem Planeten gewesen und habe dementsprechend auch eigentlich schon irgendwo Erze entdeckt. Hier, Promethium. Und ich habe doch auch dieses komische Grüne. Hier. Also ich muss genau in die andere Richtung. Ich muss einmal wenden, bitte. Und dann da lang. Gut. Also wir sind jetzt offensichtlich, das ist ja natürlich klar, wir sind zu einer anderen Zeit rübergeflogen, auch auf der vollkommen anderen Planetenseite runtergekommen hier. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht noch mehr Drohnen und Kanonentürme auf mich aufmerksam mache. Ja, also gleich weiträumig umfliegen. Ich will mich jetzt nicht unbedingt mit denen hier anfreunden, das muss nicht sein.
erstmal irgendwie die Sachen wiederbekommen, die wir hier verloren haben und dann vielleicht das eine oder andere noch erbeuten, dass sich dieser Trip ein bisschen gelohnt hat. Was haben wir da unten? Achso, das ist dieses besagte Promethium Deposit. Das muss ich ja beinahe auch erlaufen haben, also müsste doch eigentlich das der Turm sein, den ich fast per Pedes erreicht hätte. Also müsste doch meine Leiche hier auch irgendwo rumliegen. Und normalerweise liegt da so eine Art Rucksack rum und der leuchtet wie doll und nicht gescheit. Und so rein optisch würde ich auch sagen, ja, das könnte hier gewesen sein. Aber hier leuchtet nichts. Ich weiß nicht, ob die irgendwann, ob das irgendwann despawnt. Also ob das dann irgendwie für ewig und alle Zeit da rumliegt oder nicht. Ich kann ja mal kurz landen. Schadet ja nichts. Beziehungsweise ich kann ja mal gucken. Achso, nee, das ist jetzt mich schon, relativ weit unten. So. Steigen wir mal aus. Wie auch immer gleich die Musik ausgeht. Als ob ich so ein Radio da drin habe. Und ich glaube, ich bin in diese Richtung hier gelaufen. Mal kurz das Gewehr rausholen, nur falls die Drohne sich einbildet, sie könnte irgendwelche Dinge tun. Und eigentlich leuchten, also ich bin schon mal gestorben. Und eigentlich leuchten diese, da hinten, da leuchtet es. Da könnt ihr es sehen. Das ist mein Rucksack. Und jetzt muss ich natürlich ein bisschen gucken, was mit dieser Drohne passiert da hinten. Erstmal noch gar nichts. Mir wurde auch gesagt, ich soll versuchen, wenn ich mich hier mit irgendwas anlege, die Reichweite von den Raketenwerfern auszunutzen. Das werde ich in jedem Fall tun. Weil meine Reichweite wohl höher ist als die von den Turrets. Was ich nicht unpraktisch finde. So, aber ich glaube, ich bin noch nicht so richtig in dem Bereich, wo die 400 Meter, wo die auf mich aufmerksam wird. Also kann ich jetzt hier ganz entspannt meinen Rucksack, da ist er. Alles drin, was ich hatte, auch dieses komische Irestrum, was ich tatsächlich ja schon abgebaut habe. Natürlich habe ich jetzt wieder einen Haufen Scheiß doppelt, macht aber nichts. Ich werde wahrscheinlich jetzt versuchen, was werde ich versuchen? Naja, so verschiedene Dinge nochmal ein bisschen abzubauen. Das ist jetzt eventuell natürlich auch nicht ganz so spannend. Ich vermute, dass es bei diesen Türmen selber genau den gleichen Käse gibt wie bei den Türmen auf Omikron. Dementsprechend also wahrscheinlich wieder random verteilt, zufällig und ja, keiner kann mir sagen, ob sich das lohnt. Wir können uns ja den Spaß machen und gucken uns mal den einen hier an. Ich probiere jetzt mal kurz aus, wie gut das funktioniert mit der Reichweite. Naja, Schiff geht an, Musik läuft. So, und jetzt probieren wir das mal kurz mit der Reichweite hier aus. Ja, ich habe sie getroffen. Glaube ich. Kommt die her? Kann das sein? Oder ist mal schwer zu erkennen. Aber ich treffe auf jeden Fall. Also vielen Dank für den Reichweiten-Tipp. Der ist gut gewesen. Offensichtlich. Aber was diese großen Drohnen an Raketen einstecken können, ist schon echt faszinierend, muss ich sagen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das eventuell irgendwie hier so ein Problem ist, weil ich jetzt noch so weit weg bin, dass es nur so aussieht, als ob ich treffe. Ich werde mich mal vorsichtig ein bisschen ranpirschen, um das ein bisschen besser sehen zu können. Oh ja, also da geht es auf jeden Fall down. Das gleiche probieren wir jetzt nochmal mit den Kanonen. Ich fange mal... Warum übrigens, nachdem der leer ist, immer noch mein Rucksack da unten leuchtet, kann ich euch nicht sagen. Das geht aber irgendwann weg. Also der geht irgendwann weg. Ich nehme jetzt mal die Turrets aufs Korn. Und ich glaube, die brauchen nicht viel. Ja, nee, die brauchen wirklich nicht viel. Da reicht ein so ein doppelter Treffer. Also die kann man von hinten schön wegsnipen. So, das waren zwei. Ist die dritte direkt vorne drauf? Ich vermute es fast. Ich werde mal vorsichtshalber eine Salve vorschicken.
Ja. Oh, die, da hat sie jetzt aber auch schon auf mich geschossen. Sind es 4 oder 3? 4 oder 3. Was haben wir gefunden? Kobalt. Ich mache mal einen ganz flinken Vorbeiflug hier. Nur Silikon. Da ist noch eine. Oh, 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 oh. Da wäre ich jetzt fast reingeflogen. So. Das war auf jeden Fall gut. Und ich glaube, jetzt habe ich... Jetzt habe ich alles. Kobalt und Silikon haben wir ja auch noch gefunden. Ich lande mal ein bisschen in der Nähe von der Drohne. Oh. Ich glaube, hier ist es irgendwie... Ich glaube, hier ist es ein bisschen uneben. Vielleicht sollte ich mir eine bessere Stelle suchen zum Landen. So. Das ist gut, gefällt mir. Da ist die Drohne, die gucken wir uns zuerst an. Ihr hört übrigens an meiner Stimme, so ganz bin ich irgendwie meine Erkältung immer noch nicht losgeworden. Ein bisschen anstrengend, ich hoffe, es ist bald wieder besser. Dann klingt es nicht so ganz doll reibeisig. So. Jetzt buddel ich mich hier wieder irgendwo rein, oder? Die Frage wird nur sein, wo? Ach, oder ich geh wieder da oben rein. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich meinen Jetpack anhabe, aber nee, hier war ja die Schwerkraft war ja durchaus geringer. Das ist der Core. Den baue ich den, wenn ich den auseinanderbaue, bringt das was? Ach nee, das war reparieren, das wollte ich nicht. Ich jetzt, ach, das sehe ich natürlich wieder nicht, weil ich hätte vorher gucken müssen. Egal. So, hier haben wir auch Haufen Zeug, Shotgun. Promethium, verschiedene Erze, unter anderem auch Eisen, aber natürlich nicht die Menge, die ich brauche. Ja, die Container baue ich mal mit auseinander. So. Dauert ganz schön lange. Ja, diese ganzen Reactor Core Capacitor Devices, irgendwie, die man braucht, um diese Reaktoren herzustellen und so, das ist natürlich auch sehr, sehr praktisch. Eisen, wie viel Eisen haben wir jetzt? 31. Nee, also was ich auf jeden Fall noch brauche, ist ein Iron Deposit hier irgendwie. Das wäre schon wichtig, dass ich mich auch nochmal so richtig voll machen kann. Mal immer nochmal richtig Eisen mitnehmen. Oh, jetzt wird es aber langsam eng. Ich kann natürlich auch hier den ganzen Quatsch, kann ich ja auch da lassen, ne? Was ist das hier? Rocket Launcher habe ich wahrscheinlich auch schon ihn. Aber so Pistolen und so ein Mist, das brauche ich eigentlich alles nicht. Oh, jetzt habe ich sogar Raketen für den Rocket Launcher. Auch nicht schlecht. Hey, könnte ich natürlich auch herstellen, ist klar. 1, 2 Haufen Assault Rifles. Die brauche ich eigentlich auch nicht. Ich habe, glaube ich, immer noch eins oben. Ich kann hier eins mitnehmen. Einfach nur, dass man so ein bisschen, dass ich noch ein bisschen Platz habe jetzt hier. Was ist das? 8,3 mm Munition. Die ist, glaube ich, für, weiß ich gar nicht, für die Sniper-Gewehre. Weiß ich gar nicht genau. So. Achso, hier habe ich natürlich jetzt auch meine ganzen Sauerstoffflaschen wieder aus dem... Die Tools kann ich auch hier lassen. Boah, nee, das Color Tool, das nehme ich mal mit. So. Und so, nur dass das so ein bisschen vorsortiert ist. Okay. Achso, den wollte ich ja noch abbauen. Na? So. Die Frage ist jetzt, was gibt es noch? Gibt es, weiß das jemand, gibt es da oben eigentlich noch was? Also gibt es oben in dem Turm noch was zu sehen irgendwie oder zu holen? Warum komme ich jetzt hier nicht raus? Hm, dann mache ich es eben mit Jetpack. Weil ich komme ja auch nicht so richtig, ich komme ja auch nicht so richtig da oben ran, oder? Also selbst mit Jetpack wird das nichts, ne? Nee, das wird nichts. Und den jetzt auseinanderzubauen, habe ich ehrlich gesagt auch nicht so eine richtige Lust drauf. Aber da oben ist ja noch eine Lücke. Ich hatte ja mit meinem letzten Schiff mal bei so einem Turm oben reingeguckt, aber so beeindruckend war das jetzt auch nicht. Ich werde jetzt mal versuchen, noch zu diesem Restrum Deposit drüber zu fliegen und dann noch irgendwo Dingens zu finden hier. Eisen. Eisen wäre sehr, sehr wichtig. Also einfach diesen Planeten noch ein kleines bisschen weiter erkunden, um mal zu schauen, was es hier so alles gibt. Das schauen wir uns aber einfach gemeinsam in der nächsten Folge an. Bis dahin sage ich wie immer danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.